Hallo ihr Lieben, wie geht es euch? Mein Name ist Nina und das ist meine Beauty-Welt. Es ist wieder soweit, der Monat ist schon wieder rum, der nächste Monat ist auch schon wieder zur Hälfte rum. Und ich habe heute für euch mein Aufgebraucht von dem Monat Januar. Ich habe wieder einiges leer gemacht, es ist aber auch diesmal einiges dabei, was ich aus meiner Sammlung aussortiert habe, was ich entsorge, was ich halt nicht mehr weitergeben kann und ja, dementsprechend ist da auch ein bisschen was dabei, was nicht leer ist, aber genau, ich habe es trotzdem mit in die Aufgebrauchpackung. So, das erste Produkt, was ich aufgebraucht habe, was ich aber auch schon wieder neu angefangen habe, mein allerliebstes Trockenshampoo von Balea. Der Duft ist ein Traum, das Ergebnis finde ich, also es wirkt richtig, richtig gut bei mir. Wie gesagt, ich kann immer schlecht sagen, wie es bei Menschen mit dunkler Haarfarbe ist. Ob es da besonders weißelt oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, für meinen Haarton ist das optimal. Nicht wundern, ich habe hier neben mir einen Müllsack aufgehangen, wo das dann direkt reinwandert. So, dann habe ich hier von Frosch, ein Haushalt ist übrigens auch dabei, ein Biospiritus Multiflächenreiniger. Also ich bin allgemein ein Froschprodukte-Fan. Ich benutze ganz, ganz viel Froschprodukte, finde die sehr, sehr gut. Das war jetzt hier mit Orange. Das habe ich auch tatsächlich hauptsächlich für die Küche, halt für die Arbeitsfläche oder auch fürs Ceranfeld. Das sind halt alle glatten Oberflächen, kann man damit behandeln, säubern. Für den Tisch habe ich es verwendet und, und. Und ja, kaufen wir auf jeden Fall immer wieder nach. Dann habe ich, ist ein Spülmittel leer geworden, was unheimlich toll gerochen hat. Also es hat auch super sauber gemacht, aber das war hier von Denk mit das Frosted Corn Flower Spülmittel. Das hat wirklich, ich mag es einfach, wenn ich spüle, ne, dann das dreckige Geschirr, das riecht ja manchmal vielleicht nicht ganz so gut und dann ist es halt schön, finde ich, wenn das Spülmittel dann wenigstens gut riecht. So, dann habe ich hier ein Produkt von Balea Vital. Das hat tatsächlich eine Runde in unserem Trash-Wanderpaket gedreht. Also ich hatte das so angefangen, es war so bis hier ungefähr aufgebraucht, aber ich mochte den Geruch einfach überhaupt nicht und das ja, Gefühl auf meiner Haut davon hat mir auch nicht so gut gefallen. Dann habe ich es halt ne, ins Trash-Wanderpaket gegeben. Dafür ist es ja da, dass vielleicht jemand anders Freude dran hat. Es hat niemand genommen. Ja, und ich bin echt dadurch, dass ich es jetzt einfach selber auch nicht mehr benutzen möchte, habe ich es dann ausgeschüttet, den Rest. Und es ist dann, wenn es dann kein anderer mehr benutzen kann, dann lassen wir es auch dabei. So, hier habe ich jetzt ein Produkt. Das ist nicht leer, aber ich fand es leider so schlecht, dass ich es auch nicht ausprobieren möchte. Das ist von Jean und Len ein Repair Conditioner. Der war in der Glossy Box, meine ich, drin. Für trockenes, geschädigtes Haar mit Panthenol und Keratin, aber ich weiß nicht, der. Ich fand den Geruch einfach schrecklich, muss ich sagen. Also für mich hat es überhaupt nicht gut gerochen. Und das Ergebnis danach war auch, es hat für mich einfach nichts getan, nicht funktioniert. Und ich werde jetzt nicht, also Produkte, die mir wirklich überhaupt nicht gefallen, nicht auf Krampf ja, mit benutzen. Hat mein Mann ein Duschgel aufgebraucht und zwar von CK1. Er hat das im Set mit einem Parfum zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das Parfum benutze ich tatsächlich mit. Ich stehe nicht so auf Parfüm-Duschgele, muss ich sagen, überhaupt nicht, weil meistens haben die null Pflegewirkung und riechen einfach nur gut. Mich wundert es überhaupt, dass er das vertragen hat, weil normalerweise ist er da auch ganz, ganz empfindlich von der Haut her. Aber bei CK1, das gibt es bestimmt schon 25 Jahre, weil ich weiß, das war damals mein allererstes eigenes richtiges Parfum, was ich so als, auch als 15-, 16-Jährige geschenkt bekommen habe. Und ich liebe den Duft einfach. Der ist unisex, ne? Also und, ja, ich muss gestehen, das Parfüm, das klaue ich ihm manchmal. So, dann haben wir von Perlweiß eine Zahncreme aufgebraucht. Ich mag die eigentlich ziemlich gerne, muss ich sagen. Ob das jetzt großartig was bringt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich mag die zwischendurch ganz gerne. Dann haben wir hier von
denk mit. Toilettensteine, die mag ich eigentlich auch ziemlich gerne, die riechen ganz gut, die, ja, ich sag mal, ob diese Dinger, finde ich persönlich, sind sowieso eigentlich nur, ja, für den Geruch oder halt auch fürs Wasserfärben, finde ich, zuständig. Es sieht immer, finde ich, ein bisschen schöner aus, wenn da halt vielleicht blaues Wasser drin ist, anstatt, ne, das ist von der Toilette her, ist es ja oft so, dass da nicht immer glasklares Wasser drin ist. Ist es dann, finde ich, ein bisschen hübscher, wenn dann da nur blaues Wasser drin ist und es duftet dann halt so ein bisschen, weil, sag mal, so einen richtigen Reinigungseffekt hat das für die ganze Toilette natürlich nicht. Man muss natürlich trotzdem Toilette schrubben, aber ich mag die soweit ganz gerne. Dann hab ich eine Handcreme aufgebraucht, die fand ich echt gut, muss ich sagen. Die hatte ich auch mal in der Box drin. Mixer gibt es aber bei DM, Rossmann gibt es überall. Ich werde auch irgendwann mal die Bodylotion davon sehr, sehr gerne ausprobieren, weil die Handcreme, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ist für trockene und beanspruchte Hände gewesen mit Allantoin. Und ja, die habe ich hier immer an meinem Schreibtisch gehabt, habe ich mehrfach am Tag immer mal so, ne? Ich muss das immer, wenn ich von der Toilette komme und mir die Hände gewaschen hatte, danach muss ich mir die Hände eincremen. Irgendwie. Mal einen Schluck. Kaffee nehmen. So. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Die ist, glaube ich, von Action. Hoffe ich, die ist von Action gewesen, ja. Kollagen-Tuchmaske. Und ich muss sagen, die fand ich echt gut. Also das war jetzt mal so die erste Maske von Action, die ich richtig, richtig gut fand. Also die werde ich mir auch auf jeden Fall mal nachkaufen, wenn ich die da nochmal sehe. Die war auch vom Geruch ultra angenehm. Die ist auch tatsächlich mal made in Korea. Ich habe es nämlich ganz, ganz oft jetzt schon bei Action-Masken gesehen, dass da zwar drauf steht koreanisch, aber ganz unten steht dann, hinten steht dann doch made in China, ne? Da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber die ist tatsächlich made in South Korea. Ich fand sie sehr, sehr gut. Ja, dann hier das übliche Wattepads. Einmal kleine, die nehme ich halt hauptsächlich für Nagellack und Co. Oder wenn ich mal nur, oder morgens nehme ich die. Ich finde mal, wenn ich halt nicht ganz so viel habe. Und ansonsten immer die Maxi-Wattepads. Habe ich mir jetzt, ich habe bei DM bestellt online, weil ich wieder einiges brauchte und da sind die eigentlich grundsätzlich immer mit dabei. Oh, dann habe ich ein Badeöl leer gemacht, das war toll. Von Kneipp mag ich sowieso gerne die Badeöle und das hatte ich geschenkt bekommen, ich glaube zum Geburtstag. Waren jetzt 100 Milliliter, schäumt halt überhaupt nicht, klar ist ein Badeöl, aber das hat so richtig schön die Haut, ja, hat Rückstände auf der Haut hinterlassen, ja. Und der Duft ist richtig, 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 richtig toll. Aber gut, bei den Ölen, das ist der einzige Nachteil, den das Ganze hat. Man muss danach einmal die Badewanne ein bisschen gründlicher sauber machen. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. So, ja, dann habe ich ein Trockenshampoo, was nicht ganz leer ist. Aber ich habe es jetzt so oft irgendwie probiert in Boxen gehabt. Es bringt bei mir einfach nichts. Das hatte ich jetzt, glaube ich, im vorletzten Glossybox Adventskalender, glaube ich, drin. Ja, ist von Vella ein Trockenshampoo, wie gesagt, und das kostet 10 Euro, dieses kleine Ding, aber Geruch ist gut, typischer Vella-Geruch einfach, typischer Friseurgeruch, aber es macht meine Haare nicht schön und was soll ich das jetzt hier ewig stehen lassen und ich finde es auch nicht so gut, dass ich es ins Trash-Paket geben möchte, also, naja. Dann habe ich eine Haarmaske leer gemacht von Balea. Die hatte ich eine ganze Zeit lang in der Dusche stehen. Ich fand den, also das ist Vanille und auch Mandelöl, aber ja, ich mag den Geruch nicht, muss ich sagen. Der ist mir zu süßlich, zu künstlich. Ich habe sie, da ist noch ein ganz, ganz kleiner Rest drin. Also der Boden ist noch bedeckt, das war's. Also wäre vielleicht jetzt noch eine Anwendung gewesen, aber ich konnte sie jetzt nicht mehr sehen. Ich habe sie jetzt einfach als aufgebraucht erklärt und möchte sie auch nicht nochmal haben, weil also nichts mit, ich esse Vanille sehr, sehr gerne, aber ich mag den Geruch nicht in, sag mal schnell, in Kosmetikartikeln. Ja, dann habe ich hier ein weiteres Produkt
was leider in den, das war sogar in zwei Trash-Paketen von mir drin. Ich habe es zweimal auf die Reise geschickt und beide Male wollte keiner das Love Luxury Oil. Da waren Goldpartikel drin. Aber mittlerweile war ich mir nicht mehr sicher, das kam jetzt wieder bei mir an. Das sollte man auch nur 6 Monate und ich glaube, das war jetzt auch länger und ich bin der Meinung, dass das gekippt ist. Deswegen habe ich das halt den Rest davon entsorgt und ja, kommt auch weg, weil ich habe also fürs Gesicht wollte ich es gar nicht verwenden. Ich brauche mal eben was für die Lippen. Ich habe immer noch durch meine Bratsche, die ich da hatte, das ist jetzt gerade in den letzten Zügen am Abheilen. Und ich brauche da wirklich permanent im Moment Fett auf den Lippen. Was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich jetzt gerade bei? Ach, nee. Wo war ich denn jetzt gerade bei? Bei dem Öl. Ja, also auf dem Gesicht fand ich es überhaupt nicht schön. Ich habe es einmal für die Haare probiert, aber weiß ich nicht. Ja, und für den Körper das bisschen, nee. Also das war nichts. Also das würde ich mir auch nie kaufen. Naja, dann habe ich einen Pinselreiniger leer gemacht. Das ist auch noch so ein Überbleibsel aus meiner Unique-Zeit. Den habe ich auch irgendwann mal gefunden. Der ist gut, keine Frage. Aber dieses kleine Fläschchen kostet bei Unique 20 Euro. Und ohne Witz, der macht nichts besser als mein Ebelin Pinselreiniger für 2,95 Euro oder was der kostet. Also der kostet hier fast das Zehnfache. Deswegen. So, ja, ich habe einige Unique-Produkte hier, die ich jetzt, die mir auch einfach, die ich nicht mehr benutzt habe, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte, die mir dann auch fast abgelaufen sind, muss ich sagen. Ich wette jetzt mal eben hier sauteures Zeug, aber ja, hier habe ich noch so einen Rest von so einer Stick Foundation, die mir mittlerweile auch, die war auch gebrochen, die ist mir halt viel zu dunkel. Kostet 42 Euro bei Unique, aber ja, ist es nicht wert im Endeffekt, jetzt wo ich noch viel mehr kennengelernt habe. Ist gut, aber muss man nicht dafür ausgeben. Ja, dann habe ich hier noch einen Lipgloss, der ist halt, wie gesagt, auch, ja, sollten, was stand da jetzt, 12 Monate auch. Ja, ich habe den vor 3 Jahren, als ich bei Unique eingestiegen bin, bekommen. Genauso wie den hier, das ist halt so ein Lipstain, der sieht rot aus, aber der ist halt knallepink, richtig, nicht böse nehmen, so ein Uschi-Pink, alle Uschis bitte jetzt nicht beleidigt sein, aber das sagt man hier bei uns im Ruhrpott so. Ja, das wäre auch 12 Monate, auch weg damit, ja, genauso wie hier, das war auch so ein Liquid Lipstick, der damals in meinem Starter-Set drin war, so ein... Der muss auch mittlerweile, waren auch 12 Monate, der wird wahrscheinlich auch mittlerweile nicht mehr gut sein, weil die Sachen sind, wie gesagt, 3 Jahre alt oder über 3 Jahre alt. Die Farbe ist halt auch überhaupt nichts. Ja, dann habe ich hier noch so ein, sag mal schnell. Ja, so ein Lippenpflegestift halt, dieses Lippenbonbon heißt das da. Mein Gott, was habe ich da an Geld für bezahlt? Hilfe! Hilfe. Und dann den Oberwitz überhaupt, der Cleansing Stick, der auch, glaube ich, 30 oder über 30 Euro kostet. Ich habe ihn eine Weile verwendet, aber das ist einfach so unhygienisch, wenn ich mir das jetzt so überlege. Ich meine, ihr seht ja vielleicht auch, wie das aussieht. Das ist im Prinzip wie ein Cleansing Balm in Stickform. Aber der ganze Schmuck hängt da eigentlich drin. Und wenn ich überlege, was für tolle Cleansing Balms es gibt, da sind 9 Gramm drin. Ja, eigentlich 9 Gramm. Das ist so krass. Das ist man eigentlich nicht so drüber nach. Es ist nicht schlecht, es ist gut. Ne? Aber eigentlich finde ich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt dann doch irgendwie nicht. Es ist zu wenig. Ne? Ja, gut. Ich habe mit der Firma eh nichts mehr zu tun und bin ja auch froh drum. Dann ist mir hier von She Glam die Augenbrauenpomade. Die ist mir jetzt eingetrocknet. Also ich kriege leider... Hab's natürlich so ähnlich... Also Farbe fand ich gut und so weiter. Ist mir jetzt leider eingetrocknet. Ich kriege keine Farbe mehr auf die Augenbrauen, leider. Deswegen darf das auch weiter oder darf es ausziehen. Aber ich habe meine neue von River Loves Me, die ich eher am liebsten mag. Die habe ich jetzt wieder in Gebrauch. So, es geht weiter. Dann habe ich einmal hier von
Essence. Das gibt leider auch keine wirkliche Farbe mehr ab. Das ist jetzt sehr schnell leer gegangen, obwohl ich es richtig, richtig gerne mag. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. So teuer ist es ja nicht. Das Make Me Brow, das sind halt Fasern mit enthalten, die die Augenbrauen auffüllen. Bei mir hat das sehr, sehr gut funktioniert. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht von Benefit, die Bad Girl Bang, die fand ich richtig gut, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie mir allzu bald nachkaufen werde, weil ich noch einiges an Mascara da habe. Aber vielleicht findet sie sich ja hier und da mal in der Glossy Box wieder. Da hatte ich sie auch her. So, ja, dann habe ich jetzt einen Highlighter entsorgt. Den hatte ich letztes Jahr im Catrice Adventskalender drin und der war kaputt. Da hatte ich einen neuen dann bekommen, habe den noch ein bisschen verwendet, aber es ging jetzt einfach nicht mehr. Der war dann leider nicht mehr zu retten. Ja, dann habe ich ein Lippenöl aussortiert. Leider habe ich habe nicht drauf geachtet, was es ist. Das war auch in der Glossy Box drin. Ich habe mich da so gefreut gehabt. Hey, Lippenöl. Sah auch auf den ersten Blick toll aus. Und dann habe ich es leider benutzt. Deswegen kann ich es jetzt natürlich nicht weitergeben. Ja, aber am Pinselende kann man sehen, was mit diesem eigentlich hübsch aussehenden Lippenöl passiert. Und zwar wird es knallepink. Und das bleibt dann auf den Lippen. Ich hatte mich da eigentlich so, ich denke, oh, so ein schönes Lippenöl, ne? So ein Blau, cool. Ja, aber das reagiert dann irgendwie mit dem pH-Wert der Lippen und wird auch uschipink. Entschuldigung. Ich weiß, man sollte keine Namen einfach nehmen, aber bei uns hier im Ruhrpott, da ist halt, alle, die hierher kommen, die kennen die Uschi, ne? Das ist halt so ein typisches, ja, eigentlich so, Kind. Weiß nicht, die Älteren von euch, es gucken mir ja viele über 30, über 40 zu. Genau, so Manta Manta, die Zeit, das, ne? Hieß die nicht auch Uschi? Ich weiß es nicht. Das sind Uschis. Ne? Ich habe sogar ein Buch, das heißt das Uschi-Prinzip. Ja, hinter Uschi steckt eine Geschichte. Ach so, dann hatte ich hier von, das war eine Probe von, bei meiner M.A.s am Wundertüte, hier von dem Kollagen Lift. Das war aber, glaube ich, war das fürs Gesicht? Ich glaube, die war gut. Oder war die für den Körper? Nee, die war fürs Gesicht, genau. Nee, für den Körper hatte ich was anderes mal. Nee, genau. Das war, Kollagen finde ich sowieso immer gut. Dann habe ich von Oral-B eine Zahnpasta leer gemacht. Die fand ich ganz gut. Das Einzige, was da war, die hat nicht so extrem geschäumt, muss ich sagen. Ich mag das eigentlich sehr, wenn Zahnpasta richtig gut schäumt. Ist so ein, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber ich finde das einfach besser. Ja, dann habe ich hier einmal so ein kleines Päckchen von den feuchten Waschlappen. Sonst, wir benutzen immer die großen davon für unseren Sohn. Halt einfach mal so für zwischendurch, ne? Wenn man, die kleinen habe ich halt meistens in der Handtasche dabei, wenn wir mal unterwegs sind. Und ja, ich muss ihm halt irgendwie mal die Hände, möchte ich ihm sauber machen oder irgendwie sowas. Ja, ja, dann habe ich hier ein Spray, da kommt jetzt nicht mehr wirklich was raus. Das ist so ein Selbstbräunungsspray von Saint-Tropez. Das habe ich jetzt auch quasi aufgebraucht. Ein bisschen ist noch drin. War ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ich habe nur im Moment irgendwie habe ich so keine Lust auf diese Sprays. Ja, dann habe ich hier ein Produkt ausprobiert, was jetzt auch schon, nicht ausprobiert, aussortiert. Das habe ich jetzt auch diverse Male auf Trash-Wanderungen geschickt, aber es wollte niemand haben von CB und Co. Das ist so ein Kier Royal Body Cream, riecht auch überhaupt nicht gut. Möchte ich auch niemandem, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatte ich in so einer Pink Panda Mystery Box oder so mal drin. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von 8x4. Richtig, richtig toller Duft, hat auch gut gehalten. Hat kein Aluminium. Das Einzige, was diese, das ist genau, was sehr oft bei den aluminiumfreien Deos ist halt drin, dass dann da unheimlich viel Alkohol drin ist. Steht auch hier jetzt schon an zweiter Stelle. Und das brennt dann oft richtig doll nach dem Rasieren leider. Also ich glaube, es muss entweder oder, entweder Aluminium oder Alkohol. Vor Jahren hat man den Alkohol verteufelt, heute verteufelt man das Aluminium, dann verteufelt man wieder den Alkohol. Ja, wie sagt man immer, trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast.
Nein, Spaß. Dann habe ich, das hat lange gedauert, das war aber auch ein großer Bottich, 500 Milliliter Pantene Pro-V. Ja, die Pantene Pro-V Shampoos, die sind eigentlich echt gut, muss ich sagen. Benutze ich sehr, sehr gerne, hole ich immer wieder mal, so wenn es im Angebot ist. Ne? Dann habe ich eine Essence-Palette aussortiert. Ich hatte sie jetzt ja eigentlich eine Weile aufgehoben, weil es so meine, ja, mit meiner erste, eine meiner ersten Paletten waren, so aus meiner Sammlung, aber ich benutze sie einfach nicht und ich glaube, ja, da steht 24 Monate drauf, die ist jetzt bestimmt 8 Jahre alt und ja, ich mag die nicht mehr benutzen, also riechen tut es jetzt nicht, aber ich möchte es jetzt nicht mehr benutzen und ganz, also die performt auch nicht so gut. Also Essence ist in den Jahren, was Lidschatten angeht, viel, viel besser geworden. Also das ist noch eine von früher, ne, die nicht so gut. Ach, da ist die andere Probe, genau, von Emarsan, was ich gerade sagte. Das war eine Körpercreme. Eine Probe, die war auch in meiner ersten Wundertüte, die davor war. Da waren jetzt nur 10 Milliliter drin, also da habe ich, glaube ich, noch nicht mal ein Bein mit eingecremt. Deswegen kann ich da... Er hat gut gerochen. Kann ich jetzt zu der Wirkung nicht so wahnsinnig viel sagen. Also für eine Körpercreme-Probe ist das in 10 Milliliter echt wenig. Achso, ja, dann habe ich jetzt hier dieses von Pese, dieses Long Cover Fluid, diese unheimlich helle Foundation, weil ich der Meinung bin, dass sie auch nicht mehr so gut ist. Die ist jetzt halt auch lang, also alt, ne? Und dann möchte ich es jetzt auch irgendwann nicht mehr benutzen. Ich werde es nicht mehr benutzen, weil es mir einfach zu dick ist, zu trocken ist. Deswegen habe ich die auch aussortiert. Ah, wir haben immer noch welche. Dann ein Produkt, das war, ich glaube, im Goodiebox Adventskalender oder im Gloss, nee, Gloss, ich weiß es nicht. In dem einen war Pixie, in dem anderen war Mario Badescu. Ich glaube, das war im Goodiebox. Witch Hazel and Rose Water Toner fand ich richtig gut. Schade, dass nur 59 Milliliter drin waren. Geruch war auch echt gut. Das ist teuer, das Zeug, aber vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal nachkaufen, wenn ich mal wieder was brauche oder es im Angebot ist. Dann habe ich hier ein Puder aussortiert von Alverde, dieses Loose Powder. Das funktioniert bei mir halt leider überhaupt nicht, weil es ist mega mattierend. Und das hat jetzt halt auch schon 2, 3 Trash-Wander-Paket-Runden hinter sich. Und da es keine haben wollte, werde ich es. Und ich es nicht mehr benutze, wird es jetzt auch aussortiert. Ja, dann habe ich hier zwei Produkte, die mich leider enttäuscht haben, muss ich sagen. Dieses hier hat mich leider besonders enttäuscht. Das war ein Lash and Brow Booster von Refecto Sil. Das habe ich in so einem Friseurbedarfsladen bestellt, da hat Mrs. Bella immer Werbung für gemacht. Von ihr hatte ich dann auch mal so einen 25% Code genutzt, da habe ich mich influenzen lassen, habe da trotzdem noch fast 50 Euro für bezahlt. Ich glaube, dann habe ich 50 statt 60 bezahlt oder so, oder 48 statt 60. Gut, waren 6 Milliliter drin, ist recht groß, aber es hat leider bei mir nichts gemacht. Ich meine, sie hat da wirklich Werbung gemacht, dass sie so tolle, mega lange Wimpern gekriegt hat und alles. Bei mir hat es leider nicht geholfen. Also da kann ich mir das Geld wirklich dann sparen und dann investiere ich das dann doch lieber in das Revita Lash, weil das wirklich bei mir Wunder bewirkt. Ja, und auch leider hier das von Emarsan hatte ich davor. Habe ich auch lange ausprobiert. Wie viele Milliliter sind da denn drin? Steht das hier irgendwo? 7. Ich habe es dann hinterher immer nochmal so auf die Augenbrauen gegeben. Da ist so ein dickes wie so ein... Ja, wie so ein Lipstick, Lipgloss, Füßchen ist dabei. Hat bei mir leider auch nichts gebracht, leider. Also, naja. So, dann, oh ja, die war toll. Das war eine, oh, die hätte ich auch eigentlich in meine Favoriten geben können. Aber nee, die habe ich erst im Januar benutzt. Die hier von Dr. Scheller, die habe ich auch irgendwann mal in meiner Box gehabt, glaube ich. Oder ich habe sie aus dem Trash-Paket rausgenommen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist die
Argan und Amaranth Antifaltentuchmaske. Ich habe sie bis jetzt leider weder bei DM noch bei Rossmann gesehen. Wenn ich sie mal irgendwo sehe, werde ich mir die auf jeden Fall kaufen. Die hat auch sogar, da steht sogar drauf, optimierte Passform. Und das war tatsächlich so. Ich habe nämlich leider oft das Problem, dass mir diese ganzen Tuchmasken, ich muss die immer hier an der Nase muss ich die zerschneiden. Hier an der Seite zerschneide ich die meistens, weil die mir überhaupt nicht passen. Also die sind mir dann an den Augen viel zu eng. Die Lippe rutscht immer runter. Deswegen, das passt mir leider überhaupt nicht. Und dann, die war die erste Maske, die mir richtig, richtig gut gepasst hat, muss ich sagen. Genau, und die hat auch ein richtig tolles Pflegeergebnis. Also wenn ich die nochmal irgendwo sehe, werde ich die auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann ist einmal mein liebstes Serum soweit von Yorgo B, das Niacinamide-Serum. Das habe ich mir, wie gesagt, schon jetzt zweimal bei Vinted nachgekauft. Dann habe ich ein Real Techniques Schwamm. Der ist jetzt, ne, der hat es hinter sich. Der hat es hinter sich. So, dann habe ich ein kleines Micellenwasser von Eucerin. Das war mal in der Apothekenbox drin. Das habe ich aufgebraucht. War ganz okay, muss ich sagen. Ja, dann habe ich hier eine. Ja, die habe ich nicht ganz aufgebraucht. Da bin ich auch nicht so ganz, ja, warm mit geworden. Mit dieser 8-Hour-Cream von Elizabeth Arden. Ja, das ist mehr so ein Balsam. So ein Repair-Balsam. Wahrscheinlich auch so was Ähnliches. Aber der stinkt. Der riecht so, oh, so zu kräuterig, zu medizinisch irgendwie. Ist nicht meins. Ja, dann habe ich hier, das ist eine Wintercreme von Dr. Pierre Ricot. Die habe ich aufgebraucht. Da hatte ich jetzt noch einen Rest von letztem Winter übrig und habe es jetzt diesen Winter leer gemacht. Die war doch tatsächlich noch gehalten. Ist auch mindestens haltbar bis 7,23. Und das war so meine Sonntagscreme jetzt im Winter, weil sonntags meistens so der Tag ist, wo ich mich nicht schminke, weil ich da, außer dass wir spazieren gehen oder irgendwas, gehen wir da auch meistens jetzt nicht so großartig aus dem Haus. Deswegen ist sonntags eigentlich immer so mein No-Make-Up-Tag. Und die hat nämlich leider sämtliches Make-up auf dieser Creme nicht funktioniert. Alles hat sich dann halt abgerollt, weil die sehr, sehr reichhaltig ist. Und ja, die habe ich mir dann perfekt eigentlich, wenn wir dann rausgegangen sind in die Kälte und so. Dafür ist das eine richtig tolle Wintertagescreme, ist das einfach. Nur wenn man sich halt dann danach schminken möchte, hat es bei mir zumindest nicht funktioniert. Ja, dann habe ich hier ein Serum. Das hatte ich auch in einer Box drin, aber das habe ich jetzt gesehen, ist schon von I&M und die ist schon in 12,20 leider abgelaufen. Das muss schon abgelaufen dann in einer Box drin gewesen sein, weil ich eigentlich ja erst letztes Jahr so richtig dann mit YouTube dann auch, vorher hatte ich nur die Glossy Box, da war es nicht drin und habe da erst mit den ganzen Boxen angefangen. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Ablaufdatum hat. Und eigentlich wollte ich das auch auf meinem Vinted-Account verkaufen, weil ich es nicht benutzt habe. Und dann fragte mich nämlich eine Interessentin, wie lange ist das denn haltbar? Und ich denke, oh, hat das ein Haltbarkeitsdatum? Und ich denke, oh mein Gott, 12,20, direkt rausgenommen, weg damit. Ja, leider wusste ich nicht. Aber das muss dann schon abgelaufen, eigentlich oder fast abgelaufen in der Box gewesen sein. Ja, dann habe ich jetzt hier so einen Highlighter ausprobiert, so ein Highlighter-Stick, soll ein Highlighter sein, von Oriza. Das war auch in einer Box drin, aber der hat auch eine Trash-Runde hinter sich. Aber das ist einfach, ja, das ist kein Highlight. Das war meine Box. Dann schaut mal, das ist halt einfach kein Highlighter für mich oder für irgendwen mit ähnlicher Hautfarbe wie ich. Was ist denn jetzt hier? Oh, jetzt ist hier meine Postbox runtergefallen. So. Stellen wir mal eben wieder hin. Deswegen, ja,
Es wollte auch niemand haben und ich werde ihn auch nicht verwenden. Ich habe auch soweit keine andere Verwendung dafür. Der ist jetzt auch schon eine Weile in meinem Besitz, deswegen fliegt der auch raus. Ja, dann habe ich hier einen Lippenpflegestift. Den war letztes Jahr eigentlich erst in einer Box drin. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der sieht ganz eklig aus. Das sieht fast aus, so als ob der, als würde der schimmeln. Der hat so richtig weiße, ganz eklige weiße Ablagerungen. Ja, fokussiert, glaube ich, meine Hand, ne? Ja, ich hoffe, ihr konntet es sehen. Also das mag ich mir nicht mehr auf die Lippen schmieren. Dann habe ich eine Augencreme von Verso aufgemacht. Ich mag ja Verso so gerne und ich freue mich auch immer, wenn es in den Boxen drin ist. Mit dieser Augencreme von 7 ml bin ich ein paar Tage ausgekommen. Leider sind da immer nur diese kleinen Größen drin, aber die ist, Verso ist halt nun mal sehr teuer, aber richtig gut. Also ich mochte bis jetzt, ich hatte bis jetzt die 3, die 4 und die 5. Die 3 ist halt eine Tagescreme, 4 ist ein Serum und 5 ist die Augencreme und die fand ich bis jetzt alle gut. Ja, dann habe ich hier so eine Mini Fußcreme leer gemacht. Die hatte ich mal im Trash-Paket, hatte das eine Kollegin in den als Geschenk für uns alle. Und ja, habe ich sehr gerne. Muss, habe ich mir auch in groß daraufhin nachgekauft, weil ich die echt gut fand. Ja, und dann ist einmal meine liebsten Haarpflege, Haarkur-Kapseln hier von Lee Stafford, die Power Shots. Da sind normalerweise so rote kleine Kapseln drin. Habe ich gestern auch erst wieder benutzt für meine Haare. Für mich beste Haarkur. Und ja, ist halt jetzt einmal leer geworden. Ich habe noch einige im Backup. Und ja, das war's. Kiste ist leer. Das sind die Produkte, die ich im Januar aufgebraucht habe oder eben wegschmeißen musste, weil sie halt nicht mehr gut waren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!